Und ich habe gerade wirklich 200 Zern heute schon ein bisschen verbraucht. Hilfe. Ja, Noxy, deine Entscheidung. Soll ich entweder gleich Prey spielen oder Starfield? Oh. So, erstmal nach Hause. Uff. Ausgehungert, ja, ich weiß, ihr habt alle Hunger. So, dann geben wir erstmal alle was zum Essen. So, guten Hunger. So, du gehst wieder rein. Danke. Dann erstmal Sachen repairen. Wenn ich's kann. So, Werkbank war hier hinten. Da fehlt mir zum Beispiel Stoff. Da fehlt mir Palladiumbruchstücke. Hier fehlt mir Fasern. Aber mir fehlt so viel. Erstmal Fasern holen, dass ich reparieren kann. Ach so, ist das schon. Ja, gut, ist nicht ausgerüstet, ne? So. Das war ja schon wieder. Naja. Naja. So, dann du. Dann gucken wir mal, was das, was Kühen überhaupt kann. Mein Drache ist tot, Mann. Kann doch nicht sein. Hast du eigentlich schon Enshrouded gespielt? Wenn ja, wie ist das? Also, wie ist das Game? Das interessiert mich tatsächlich auch und ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich mir das noch hole und spielen würde wollen. Also an sich sieht es ja sehr interessant aus und ich glaube, das Bausystem, da werde ich mich sehr stark verlieben und stundenlang bauen. Kenne ich noch von Valheim. Ich habe nur gebaut in dem Game. Es war einfach geil. Und hat Laune gemacht. So, dann brauchen wir jetzt noch zwei Stoffstücke. Wäre doch zwei. Hier brauchen wir auch nochmal Fasern. Vier Stück. Nicht da. Dahin. Stoff ist da unten. Zwei. So, dann das bitte einmal reparieren. Und hier brauchen wir Palladium-Bruchstücke und Dings. Okay, die Palladium oder die Bruchstücke, die muss ich echt mal mehr farmen. Guck mal, hier haben wir zwei Bäume, die wir theoretisch abpacken könnten, was ich aber gerade nicht will. Doktor Himmelsfahrtkommando, wo? Och nein, nicht hier. Habe ich gut getroffen, muss ich sagen. Hallo, Kuh. Lasst mich. Nee, 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 geht mal weg. Ihr macht mir alles kaputt. Ihr macht mir nur alles kaputt. Habe ich jetzt gar keinen Nerv drauf. Aber wenn wir schon mal hier unten sind, der kann auch die Fasern schon holen. Tam, 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 tam. Super. Super. Noxy, bist du noch da? Fragezeichen. So, erstmal hoch hier. So. Ach, du hängst hier oben fest, oder wie? Warum kann ich dich nicht mehr greifen? Mein Gott, was machst du denn da oben? Was ist dein Problem? Mann. Kann doch nicht sein. So, geht doch mal was essen. Guten Hunger. So, ich wollte noch das heilen. Ach, da brauche ich noch die Paradium, ne? Ah, shit. Ja, hier brauche ich halt die Dings. Und ich habe irgendwelche Federn bekommen, woher auch immer. So, 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 so. Alter, wo habe ich denn. Was habe ich gerade weggepackt? Pistolenmunition, ja gut, habe ich gesagt. Du gehst mal dahin. Warum trage ich eigentlich die ganze Zeit die Dings bei mir? Die Metallbarren. Er ist ja voll doof. Guck mal, da kann das noch rein, das kann da rein. Sehr schön. Pilze.
So, Bruchstücke, das ist das nächste, was ich bräuchte. Aber die gibt es halt leider nur unten. So, geht ein Ticken schneller. Das geht tatsächlich ein Ticken. Was bist du denn da oben? Das Rote. Oh fuck. Au. Das war nicht so gut. Das war einfach nicht so gut. Ein Ei. Okay. Nehmen wir doch einfach mal mit. So. Und der muss ich da hinten mitnehmen. Danke. Achso, nee, das bringt mir gar nichts. Was ist denn euer Problem? Oh, was ist denn? Hallo? Danke. Ach, jetzt weiß ich, was ich weggepackt habe, ne? Nicht gut. Ja, gut. Mach du mal, du schaffst das schon. Ich muss mal schnell was holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. So. Passt. Extra bis davon zu laufen, nur damit ich da wieder hochkomme, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Kannst du bitte stehen bleiben? Oh ne, brauchst du nicht. Okay, wir töten dich, ist egal. Ah, ich habe dich getroffen. Egal, es ist tot. 138 Erfahrungspunkte. Was gibst du mir Schönes? Tomatensamen und Bronze-Cherry-Fleisch. Das ist gut. Das ist gut. Dankeschön. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück zur Base. Machen das noch fertig. Und wir sagen, dann reicht das für heute tatsächlich erstmal. Und dann gucke ich mal, was ich... Ah, ich dachte, du müsstest schon in den Abgrund springen. Und dann gucke ich mal, was ich danach noch spiele. Entweder Starfield oder Prey. Eins von den beiden halt. Ah, ausgewichen, danke. So freundlich von euch, freundlich. Danke, danke, danke. Hoch hier. Und das ist noch so ein weiter Weg. Oh, da sind noch mehr. Da ist die Pistole. So, da ist meine Pistole. Ich sehe nichts. Du stehst mir im Wege. So, jetzt habe ich was gesehen. Danke. Ach ja, ach ja. Ich finde es auch wieder schön. Ich finde es auch immer wieder schön, dass ich die minderwertige Pistolenmunition wiederbekomme. Naja, so ein bisschen. So, schaffe ich es hier hoch? So, by the way, die nächsten Level, die nächsten 10 Level oder 15 Level, gehe ich erstmal nur noch ein Leben rein, damit ich da erstmal keine Probleme habe. Genau, 200 Ausdauer haben wir. Wir haben 1000 Gewicht. Nächste geht in Leben rein. Alles andere brauche ich nicht. Also Verteidigung ist okay, bekomme ich aber durch Rüstung relativ viel. Und Angriff, Arbeitstempo, das machen meine... Weiß ich nicht, wozu ich das bräuchte, Angriffstempo. Aber naja, nichtsdestotrotz. Hallo. Und mein Flugrad hier ist anscheinend ein bisschen mehr Schaden bekommen zu haben, was nicht so gut ist. So, komm, hoch hier. Zieh durch. Dankeschön. Oh, da bist du ja. Du warst sogar schneller als ich, ne? Ist ja frech. So, dann hier hinten hin und das hier bitte einmal reparieren. Danke. Was? Ach so. Das Ei könnten wir theoretisch auch gleich brüten lassen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt mit uns schleppen. So, nun gehst du da rein. Du brauchst ja eine Stunde. Uff. Eine Stunde braucht das Ding, das ist ja heftig.
So, wo packe ich denn die jetzt hin? Am besten nicht da, wo Holz ist, ne? Klingt für mich am sinnvollsten. So, packen wir die dreimal wieder dahin, obwohl ich gar nicht... Ich brauche eigentlich keine drei. Ja, die Aussicht sieht schon schön aus. Gefällt mir, auch wenn das dann mit diesem blauen Streifen noch ein bisschen buggy ist, aber sonst gefällt mir das. So. So. Haben wir. Gut, dann haben wir heute nicht die Aufgaben gemacht, die ich eigentlich machen wollte, aber wir haben ganz viele Bosse gemacht heute. 5 Stück. Wir haben ihn. 1, 2, 3, 4, 5 Bosse. Okay, das passt. Das passt. Und ein bisschen erkundet, naja, so halbwegs. Aber wie ich ungefähr mich schneller leveln kann, ohne jetzt so ein Bug-Using zu betreiben, muss ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen umschauen. Aber wir können auch mal ein bisschen hinten noch rumlaufen, weil hier haben wir auch noch relativ viel offen. Oder sehr viel schwarz. Ja. Aber da muss ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen umgucken, wie ich das am besten mache. Und ja, das mit diesem einen Mod, da mit dem Instacraft, dachte ich, ja, weiß nicht, das geht dann doch ein bisschen fix. Das geht dann doch ein bisschen fix, was ich doch nicht so mag. Aber naja, das ist ja erstmal eine ganz andere Geschichte, ne? Wir können mal gucken, dass wir unser Lager mal wieder leveln. Oder irgendwas verbessern hier. Genau. Lauschbett, können wir das denn schon machen? Nee, da fehlt mir ein bisschen Stoff. Also das heißt, wir brauchen Wolle und Fasern. Das heißt, ich werde mal hier tatsächlich die Dings raussetzen. Und dafür die Schäflein rein. Aber Pixel sind halt wirklich, wirklich gut für die ganzen anderen Geschichten, wie Dings zu bekommen. Warte mal, du gehst einmal raus. Dann gehst du mal da hoch, bitte. Du gehst da hoch, du gehst da hin. Aber Lunaris, fleißig. Ja, schön, danke. Hat auch Handwerk, aber du bringst mir gerade gar nichts. Ich brauche relativ viel Wolle. Du. Habe ich nur 3 Stück? Ne, da. Aber mehr geht nicht. 4 Stück. Ja, das passt ja erstmal. Das passt ja erstmal. Wild. Du hast nichts. Vokalik. Außergewöhnlich stämmiger Wuchs. Was hat das andere kleine Schäfelein? Drachen geborene. Okay. Okay, ja, cool. Aber warte mal, der Drache hier, stimmt. Du bist in Dings gut, aber ich möchte dich ganz gerne in mein Team aufnehmen, tatsächlich. Oh, du gehörst jetzt in mein Team. Hat er wirklich, der hat sogar Stufe 2. Kann ich denn für ihn irgendwas bauen? Sattel oder irgendwas dergleichen? Müsste ja, wenn dann, jetzt schon demnächst gehen. Aber ihn kann ich einen Sattel bauen. Ob ich das jemals machen werde, weiß ich nicht. Wie, für ihn gibt es keinen Sattel? Das finde ich ja frech. Doch, da unten, er ist 36. 36? Ja, ich höre, dass ich angegriffen werde. Sagen Sie mal, was soll denn das denn? Was greifen sich einfach hier meine Parts an? Ja, verdient gestorben. Achso, schon wieder der Giftschaden. Verdient. Hast du gut gemacht. Okay, dann haben wir das auch soweit. Komm, das muss ich noch irgendwo loswerden, oder? Ja, passt so gut wie. 19.000. Brennt hier irgendwas? Nein! Er steht im Feuer drin, er brennt! Oh no, was machst du? Cool. Machst du. So. Dann will ich ganz gerne mal auf mein Dach hoch.
So, komm da hoch, da hoch, da hoch. Du stellst dich jetzt mal hier hin. Ich finde es schade, dass man... Naja, egal. Gott, du bist viel zu groß. Geh mal da runter. Jo, wie groß du eigentlich bist. Ja, moin, okay, arbeite einfach da, ist okay. So, YouTube, das war's dann auch mal wieder mit Palworld an der Stelle. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Und hey, ich hoffe, du hattest wieder so viel Spaß wie ich heute. Da würde ich mich doch freuen, falls du mich magst, falls du mein Content magst, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, kommentierst oder ein Like da lässt. Das hilft nicht nur mir sehr, es hilft auch dem Algorithmus. Und ja, es lässt uns natürlich auch als Community wachsen. Wir haben gerade die 60 erreicht, dank einem neuen Follower auf YouTube. Vielen Dank, Noxy. Ja, vielleicht bekommen wir ja bald die 70 voll, würde mich freuen. Ja, und falls du mal Lust hast, in einem Twitch-Stream mit dabei zu sein, guck mal in der Videobeschreibung bzw. in der Kanalbeschreibung, da ist beides verlinkt. Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal auf Twitch. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Mittag, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal, euer Teddy Tüdelü. Ciao. Tschüss. Tüdelü. Ciao. Jo, meine Freunde auf YouTube, was geht? Und ein herzliches Willkommen zu Palworld. Wie geht's dir? Freut mich, dass du da bist. Und hey, wir spielen heute mal wieder Palworld. Noch nach lange in Ewigkeit. Spielen wir heute mal wieder. Ich bin gespannt, wo mich die Reise wieder hinführt. Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen will. Ich habe keinen Gameplan heute. Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Jedenfalls ist es ein paar Bosse besiegen, ein bisschen Level aufsteigen. Eigentlich das, was immer passiert. Genau. So. Ich muss gelegentlich mal die Musik ein bisschen wechseln, weil ihr hört's. Was ist das denn? Das kann ich auch nicht anlassen. Ach man, ich brauche Musik für YouTube. Das ist doch nervig. Ich brauche unbedingt Musik für YouTube. Egal, ich lasse das jetzt an. So, genau. Mein Plan heute ist es ein bisschen Level aufzusteigen. Genau. Level aufsteigen. Ein bisschen weiterkommen, ein bisschen mehr erkunden und die Pals natürlich ein bisschen leveln. Ich habe mir beispielsweise wieder ein paar Mods installiert, Quality of Life Mods. Die werde ich mal eben vorlesen und gegebenenfalls einblenden, damit ihr sie seht. Ich habe einmal Better Riding Ground Mods. Also das sind wirklich nur die Mobs, die, wo ich reiten kann. Ist ja das Problem, ne, dass du dich am einzelnen Stellen einfach festhängst, so, da kommst du da nicht hoch und jetzt ist einfach dieser Übergang sehr viel flüssiger. Wir haben einmal Paul Info installiert, das heißt, wenn ich jetzt, wo haben wir hier einen Paul, den ich vielleicht tame kann, da hinten? Muss ich mal ganz kurz einsammeln, warte, ich bin gleich da. So, wir haben jetzt einmal, das ist halt noch nicht installiert, doch mal. So, geht das jetzt? Nö. Jetzt ist das Ding ja tot, ne? Ja, das ist ja doof. War eigentlich jetzt nicht so mein Plan. So, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Okay, es hat aber nicht ganz richtig installiert, das eine Mod. Das eine. Leck. Okay, das hat er leider nicht ganz installiert. Das ist ein bisschen schade. Eigentlich sollte er da so rechts eine kleine Sache aufploppen mit, hier, guck mal, der kann das und das, dies und das. Hat er jetzt nicht richtig installiert. Das ist schade tatsächlich. Okay, kann auch sein, geistig labil. Kann auch sein, dass... Nee, ich glaube nicht, dass das richtig installiert hat. Egal, dann muss ich dann noch mal. Kann sein, dass mit dem anderen Mod jetzt gerade streitet, weil ich habe nämlich zweimal solche oder zwei ähnliche von solchen Mods. Der nächste Mod, den ich mir installiert habe, ist da. Genau, einmal waren diese Enchants Crafting Visuals, da gab es ein Update. Instant Crafting More wollte ich eigentlich noch raushauen, habe ich ganz vergessen, und den PAL Analyzer. Aber leider scheint er nicht so funktionieren, so wie ich ihn eigentlich gesehen habe. Ich kann ja mal einen Screenshot einblenden, wie es ungefähr aussehen sollte. Falls ich mich dann nachher im Schnitt dran erinnere, aber naja, egal. Vielleicht wird's noch, vielleicht wird's nicht. Wäre schön, wenn, aber wenn nicht, dann ja, doof. So, was ist heute mein Plan? Ihn haben wir geschafft. Er ist noch offen. Ihnchen haben wir geschafft. Er ist Level 31, würde ich später machen. Level 30, ui. 30, den könnten wir mal probieren. Oder die beiden könnten wir mal probieren. Anubis wird wahrscheinlich noch zu schwierig sein.
Und ich möchte heute mal ganz gerne ein bisschen weiter hier hinter. Hallöchen, mein Freund. Und natürlich Paulsfang, ne? Ihr kennt's nicht anders. Pauls. Und natürlich ein paar Sachen sammeln. Und leveln. Und dies. Und das. Und jenes. Was habe ich neu? Ein Silo. Okay, da könnten wir auch ein bisschen farmen. Und bauen. Aber ich hoffe, das andere geht jetzt noch. Der ist leider immer noch tot. Das ist schade. Was bist du denn eigentlich? Ach, du bist der Drache. Ich habe den Drachen. Nice. Stimmt, ich habe den ja noch geschafft. Ah. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich den geschafft habe. Aber anscheinend habe ich ihn geschafft. Geil. Richtig geil. Freut mich. Oh mein Gott, ist das wieder schön, in Palver drin zu sein. Aber momentan gibt es auch so viele Spiele, die ich ganz gerne spielen würde wollen, aber nicht kann, weil ich das Geld dafür nicht habe. Und Zeit. Ich habe jetzt nämlich noch zwei Nachprüfungen zu schreiben. Einmal in Info und einmal in Mathe. Und dazu muss ich noch ein bisschen lernen. Sagte er und tat es einfach noch nicht. Ihr wisst doch, wo es Essen gibt. Da hinten geht Essen. Oder ich muss euch leider vernichten. Hitzeresistenz. Ach, hier haben wir ja einmal. Cool. Stimmt, die Rüstung haben wir auch noch letztes Mal gecraftet. Da war ja was. Noch einiges mehr. Na, ich glaube, ich muss den actually hier reinmachen, damit der, damit ihm geholfen wird. Ich glaube, hier steht oben echt auf der Kiste, ne? Und kommt da nicht runter. Stimmt, die haben die Tasten ja geändert. Man kann ja jetzt auch hier mit V. Gehst einmal bitte dahin. Ach, auch mit V werfen. Okay. Kommt mal hier runter von der Kiste. Kann doch nicht sein, dass ihr da oben seid. Du auch bitte. Komm. Runter hier. Was macht ihr hier oben? So, könnt ihr mal bitte jemand hier in der Nähe, gibt es nichts Aktives zu tun. Könnt ihr mal bitte jemand meinen Paul retten? Das wäre echt ein Träumchen. Ich muss mal Fenster gleich aufmachen. Und stimmt, heißes Jumbo-Ei. Und was mir noch als Tipp gegeben worden ist, ich soll mal mehr den Vulkanien abfliegen und ein paar Eier einsammeln. Könnte man ihn ja vielleicht unterstützen, so bitte, kampfunfähig? Hallo, Leute? Könntet ihr? Nein? Schade. Da läuft auch kein Timer ab, ne? Das ist ein bisschen weird. Ach, da drin läuft ein Timer ab. Wow, okay. Dann nehme ich doch mal ganz gerne jemand anders mit. So, dann kommst du jetzt mal mit. Du bist doch auch Schatten, oder? Bist du nicht auch Schatten? Ja, bist du. Nice. So, nichtsdestotrotz. Oh Gott, wir können unser Lager auch mal wieder verbessern, ne? Lauschbett und setzen ein paar zur Arbeit an. Ja, das könnten wir auch mal machen. Machen wir auch noch, aber nicht jetzt. Ich gehe mal gucken, ob ich den hier schaffe. Das ist jetzt mein Plan. Den will ich jetzt probieren. Das würde ich ganz gerne jetzt hinbekommen. Ich habe vergessen, mir einen Timer anzumachen. Wait. Du bist ja frech. What? Oh, ich wollte eigentlich den da hinten treffen. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Du bist gleich tot. Du bist tot. Geil. Und ein paar Händler soll ich einsammeln. Es gibt zwei. Oh, die habe ich jetzt aber nicht gemerkt, wo. Ah, das ist ein bisschen doof. Das hätte ich mir vielleicht mal merken sollen. Das wäre vielleicht mal ganz gut gewesen. Ich habe es jetzt leider nicht gemerkt. Ah, verdammt. Das hätte ich mir merken sollen. Egal. Dann müssen wir das später machen. Ich will jetzt erstmal in die Mitte, weil hier hinten gibt es nämlich einen Boss, den würde ich ganz gerne... Oh, was ist das? Sammler? Okay. Irgendeine Fähigkeit? Keine Ahnung. Jo, wie viele Schmetterlinge. Genau, mein Ziel halt ist es halt immer noch, alle Pearl zu sammeln. Und ja, seid ihr böse? Nein, ihr seid echt lieb. Floppy! So, wir wollen aber dahin, ne? Der Boss ist doch... Ja, hier oben. Why is he there? Hi. So, hoch hier. Oh, der ist da drin. So, wie war das Speichern nochmal? War das... Nee, ist glaube ich immer bad, wenn ich mich hinlege, ne? Ah, nee, wenn ich rausgehe. So war das, stimmt. Na dann, komm. Nee, wir wollen ja rein. Komm, zieh durch. Wir wollen gucken, ob wir den hier schaffen. Und gegebenenfalls vielleicht fangen. Ich habe keine Ahnung, was der Boss kann.
Ach, du kannst da durchfliegen, ist ja voll doof. Boah, machst du Damage. Das finde ich actually gut ausgewichen. Ich muss mal gucken, dass ich immer wieder mal ausweiche. What? Das hat getroffen. Der hat ja richtig gesessen. 1100? Das geht doch voll klar. Wir werfen mal. Vielleicht können wir ihn ja fangen. Ich kann leider nicht durch dir durchschießen, du. Oh, gehst du mal weg, bitte? Uhuhu, geh mal weg, du. Gefällt mir ja gar nicht. Oh, 13. Warum machen Kugeln eigentlich hinten weniger Damage? Das bin ich gut ausgewichen. Ja. 0,6%. Da muss ich noch ein bisschen runterhauen. Wow, Dingy! Oh, das bin ich richtig geil aufgewiesen, Digga. Let's go. Ich hoffe, wir können ihn schaffen. Ich hoffe, wir schaffen ihn. Wir haben leider nur eine gute Sphäre mit. Und selbst die ist nicht mal ansatzweise gut. Nope. Ich muss mal gucken, wo ich die anderen Sphären herbekomme. Ja, craften, aber weil das ist arschteuer, du. Aber die scheint relativ chillig zu sein. Die ist gar nicht so schwer. Und Pauls brauche ich mal wieder. Ich meine Dingskugeln gedöns. Da hab den Namen wieder vergessen. Geil, haben wir. Sehr cool. Erster Boss-Sieg.